So, willkommen zurück, liebe Leute, zu Zelda. Wir müssen uns jetzt ernsthaft, krampfhaft, wie auch immer, überlegen, wie wir diese Flammen da ganz nach oben transportieren können. Und ist einfach mal, dass dort vielleicht sogar ein Weg ist. Wir können es darüber mal probieren, ne? So, wir haben mal ein, zwei Versuche. Wobei, die Frage ist, was müssten wir damit überhaupt anzünden? Naja. Das werden wir dann wohl sehen. Sobald wir oben sind, ne? So, ich hoffe, wir gehen gerade überhaupt richtig, ne? Aber es sieht danach aus. Ich meine, wir werden das auch gleich sehen, ne? Das werden wir. So. Alles klar. Habe ich das Feuer gerade gesetzt? Leute, ich kann Wildfeuer setzen. Oh nee. Kacke. Ich brauche eine Fackel, ey. Und eine Fackel, wenn es aufgeschmissen. Mann, ich lasse jetzt aber erstmal das Pferd zu mir kommen. Ich habe jetzt keinen Pfeil, wo es noch herkommen wird. Das werden wir gleich vermutlich sehen. Und dann können wir uns überlegen, wie zum Henker wir an eine Fackel kommen. Denn ich habe keine Ahnung. So, und das Pferd dürfte gleich bei uns da sein. Das überlegt natürlich, wo kann man jetzt am besten vorbei, dass man am schnellsten zu mir kommt. Und in dem Fall rennt es uns jetzt hinterher. Hi, na. Also hier ganz ruhig. Okay, fertig. Ich wollte es nur mal hier in meiner Nähe haben. Denn die müssen jetzt, wie gesagt, nur mal ernsthaft Gedanken machen, wie wir die Scheiße eigentlich da hochbekommen. Weil ich habe keine Ahnung, wie man das Ganze anstellen soll. Habt ihr vielleicht eine Idee oder sowas? Ja, da hinten ist der Tatensrein. Ich sehe den. Mit denen werden wir uns wohl auch zeitnah kümmern müssen. Aber erstmal müssen wir dieses Rätsel hier klären. Zumindest probieren es zu klären. Ja, gut. Wie machen wir das jetzt? Ich meine, nehmen wir mal in unsere Inventarliste. So, wir haben hier keine verdammten Fackeln. Wir könnten probieren, Holzbündel anzuschauen. Aber das ist auch eine schlechte Idee. Ja, wir müssen erstmal nach einer Fackel suchen. Das sieht ja danach aus. Ich meine, die ganzen Laternen hier nützen uns ja auch nichts, oder? Haben sie gerade einfach nicht. Nee. Achso, das letzte, was es in der Hand hat, ist eine Route, die verbrochen ist. So, deshalb habe ich nichts aktuell. Mein Pferd für Gleiser pressen. Horror. Ja, woher soll ich jetzt eine. Woher soll ich jetzt eine Fackel bekommen? Kannst du mir helfen? Gärtner? Ja, ich bin auch wieder irgendwie gerade.
Ja, jetzt kriegt meine Tochter einen Gute-Nacht-Kurs und der Papa darf auf die auch in die Haia. Hoppla. Da hat sich für meine Selbstgespräche wohl ein Zuschauer gefunden. Zuhörer natürlich, ich meine, ist das andere macht da keinen Sinn so, ne? Sobald ich bei meinem üblichen Platz angekommen bin, können wir gerne plaudern. Ah ja, gut, das sagt auch immer dasselbe. Ja, du wieder, lass mich kurz zur Ruhe kommen, dann können wir uns auch gerne unterhalten. Na gut, weil du es bist. Und dass du es anders gesagt hast, aber. Wo gibt's hier Fackeln? Vielleicht kannst du es mir sagen, ne? Ich stehe immer Wache, auch nachts. Bisschen Reisender? Hat im Gasthaus übernachtet? Ich glaube, nein. Nein? Heißt es etwa, du hast noch nie etwas vor? Hier in der Tendo zu bleiben, oder? Hatte ich nie vor. Ja, es geht hier zwar gut, uns geht es ja gut, aber da draußen wird es immer schlimmer, was man so hört. Deshalb gucke ich hier, ob irgendwelche Fremde sich ein Fräulein Primella, ich meine, steh hier Wache und stelle sicher, dass keine Fremden den Frieden in unserem Dorf stören. Fremde? Ja. So welche wie du zum Beispiel. Das denkt sie sich jetzt nur. Also, die ist unfreundlich, ne? Wenn die wüsste, wer wir wirklich sind. Ja! Die würde dann. Das ist dann auch was denkt. Oh, aber das sieht gerade grafisch, wie das aussieht, Alter. Im Hintergrund das Haus, was leuchtet. Ich glaube, das wird das Thumbnail. Weil das sieht so schön aus gerade hier. Mit dem Fluss. Also, grafisch hat das Spiel erst einiges verdient. Und ja, ist nicht umsonst. Nach neben, würde ich fast sagen, Ocarina of Time, mein Lieblings-Zelda-Spiel überhaupt. Ja, aber hier, die Manza sagt ja so welche wie du zum Beispiel. Also, sie beleidigt uns im Prinzip, ne? Viel wichtiger, hast du Fräulein Primilia schon getroffen? Nicht, dass es mich interessiert, aber wenn du sie triffst, hat sie mit einem jugendlichen Charme etwas zurück, ja? Halt dich mit deinem Eier. Aber wenn du sie triffst, halt dich mit deinem jugendlichen Charme etwas zurück. Hallo, was hat die denn? Erstmal, ich glaube, es Link kein Jugendlicher mehr. Ne? Und auch wenn, Jugendliche haben recht, Jugendliche zu sein. Und wenn das diese komische Tante das stört, dann kann sie mir ruhig gestohlen bleiben hier, ne? Es ist immer so. Aber es gibt immer Leute, die Jugendliche nicht akzeptieren, was auch immer. Die denken, Jugendliche sind einfach Leute, die Motorrad fahren, saufen und randalieren. Es gibt gewiss einen Teil von Jugendlichen, die so drauf sind. Sind 17, 18, 19. Aber ein Großteil macht es nicht. Gerade Link. Spielbezogen. Ne, der hier sich die Welten anschauen soll und retten soll und alles. Ne? Der ist ein ganz lieber. Aber das kann die ja nicht wissen. Oder? Ach, wenn nur nicht alles so schwierig wäre. Was soll ich ihr bloß schenken? Ah ja, sag mal. Welche Geschenke könnten Fräulein Primella vom Gasthaus wohl gefallen? Es geht um den Freund eines Freundes. Der ist verliebt und hat mich um Rat gefragt. Ah, aber um sowas kann man das jetzt um Rat fragen. Da könnte ich auch mal ein bisschen Hilfe brauchen. So, egal. Nee. Ja doch, hallo? Nebenaufgabe. Oh, aber es ist so schön hier. Wirklich. Hört mal der Musik kurz zu. Warte, wo standen wir da? Da vorne. Hört mal der Musik zu. Und schaut euch das hier an. Das machen wir jetzt mal 20 Sekunden. Einfach der Musik lauschen und zuhören, wie die Gegenwart hier, die Gegend aussieht. Und zwar exakt
Jetzt. Ist das nicht schön? Man hört das Wasser und ja, man hört leises Windhauchen, Wasser rauchen. Ja, es ist tiefste Nacht, obwohl das laut Zelda erst 22.55 Uhr ist, aber egal. Und es ist einfach eine Bombenstimmung. Und Link macht's richtig, er steht da und genießt den Wind und freut sich am schönen Wetter. Das sieht doch traumhaft schön aus hier gerade. Das sieht weg, da ist das Thumbnail. Weil da ist nicht eine Frau dabei, die mitredet. Das sieht so schön aus, das ist definitiv das Thumbnail. So, jetzt kommt der Schatten vom Mond. Und die schöne Stimmung geht durch den Schatten hier ganz weg. Oh, da ist das eine Wolke. Da ist eine Kirche. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall sieht das doch alles hier wunderschön aus, ne? Ja, ne? Mit dem wunderschönen Blick, den wir gerade haben, werden wir den Part hier leider wieder beenden. Das heißt, das ist leider ist hier ein bisschen kürzer. Aber das ist jetzt so. Ne? Mit den Worten, liebe Leute. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao! Schöne Stimmung und ciao!